Ein großer Teil der zukünftig benötigten Strommenge wird über fluktuierende erneuerbare Energien wie Sonne und Wind bereitgestellt werden. Da diese Produktion aber selten genau den Bedarf trifft, verbleibt eine Versorgungslücke, die sogenannte Residuallast. Flexibilisierte Biogasanlagen oder auch Speicherkraftwerke können diese Lücke schließen. Sie speichern das erzeugte Gas und verstromen es erst dann, wenn der Bedarf da ist. Das Speicherkraftwerk der Familie Götz in Marktindersdorf spielt so die Stärken von Biogas voll aus. Flexibilisierung ist einfach der konsequente Weg, für eine Biogasanlage sich weiterzuentwickeln, um eben gezielt Energie anzubieten, wenn sie gebraucht wird. Für die Flexibilisierung wurden 2 Gasspeicher mit einem Volumen von insgesamt 12.000 Kubikmetern sowie 5 BHKWs mit einer Gesamtleistung von 2 Megawatt errichtet. Die umfassende Verwertung der Wärme startete im Jahr 2011, zunächst über 2 Satelliten-BHKWs. Das eine versorgt einen Schulkomplex mit Turnhalle und Schwimmbad, das andere ein nahegelegenes Gewerbegebiet mit über 80 Anschlüssen. Wir haben keine großartigen Abhängigkeiten mehr von anderen größeren Energielieferanten. Wie man jetzt mittlerweile weiß, ist das ja alles nicht ganz so einfach aktuell. Und da sind wir halt über die Regionalität deutlich entspannter. Die Anlage ist im Jahresdurchschnitt etwa 2,5-fach überbaut. Das heißt, die Motoren laufen nur etwa 8 bis 10 Stunden am Tag. Aufgrund der hohen Nachfrage in diesen Zeiten können gute Preise an der Strombörse erzielt und Spitzen im Stromnetz abgemildert werden. Die kurzen Laufzeiten bedeuten jedoch auch eine Herausforderung für die Wärmenutzung. Je flexibler ich werde in der Anlage, desto mehr muss ich auch Richtung Wärmespeicher denken und investieren, weil ich in wenigen Stunden des Tages quasi die BHKW laufen lasse, ja, mit Volllast. Dann hat man eine hohe Wärmemenge erzeugt und diese dann erst einmal weg, wenn man es nicht speichern kann. Um das gewaltige Wärmevolumen der Anlage dennoch vollständig nutzen zu können, wurde ein Wärmespeicher mit einem Fassungsvermögen von 1 Million Litern errichtet. Der Wärmeträger ist dabei reines Wasser. Man macht eigentlich nichts anderes wie eine Teekanne, die man warm macht. Wir machen dieses Wasser warm, 80, 90 Grad. Und wenn quasi wieder Bedarf ist, dann kann auch aus diesem Speicher, aus dieser Teekanne, das warme Wasser entnommen werden. Der Wärmespeicher ist die Grundlage des neuen Nahwärmenetzes, das ab 2022 neue Ortsteile in der Umgebung erschließen soll. Neben der Wärmeerzeugung für 1500 Haushalte speist Josef Götz Strom für mehr als 3500 Haushalte ins Netz ein. Zusammen mit anderen Kraftwerken sorgt die Anlage so für Stabilität im Stromnetz der Stadtwerke München. Man spricht ja hier vom virtuellen Kraftwerk. Das ist so, dass wir quasi über eine Internetplattform die Verfügbarkeit unserer Motoren melden und dann werden unsere BHKWs von den Stadtwerken München gestartet und gestoppt. Und zwar mit den Randbedingungen sozusagen, wie viel Gas ist zur Verfügung und wie ist der Preis am nächsten Tag an der Börse. Die Flexibilisierung hat ihren Preis. Der größere Gasspeicher, die zusätzlichen BHKWs und das Durchlaufen der umfangreichen Genehmigungsverfahren kosten Zeit und Geld. Auf der anderen Seite kann nur so Strom und Wärme bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt werden. Wenn kein Wind weht, wenn keine Sonne scheint, wo soll der Strom oder die Wärme dann herkommen? Da sind wir doch alle froh, wenn eine Alternative gibt und die Wärme weiterhin beliefert wird und auch der Strom. Früher lief die Anlage mit nur einem Motor das ganze Jahr hindurch gleichmäßig, das heißt 8.760 Stunden im Jahr. Da damals nur eine kleine Menge Gas gespeichert werden konnte, die Gasproduktion aber kontinuierlich weitergeht, kam es bei Motorausfällen manchmal zu Engpässen. Und das Gas musste im schlimmsten Fall abgefackelt werden. Ganz generell, das ist vielleicht wirklich der ganz große Vorteil auch von flexibilisierten Anlagen, überbauten Anlagen. Es ist tritt eine deutliche Entspannung ein, also eine Entspannung für den Betreiber, weil man einfach viel mehr Kapazitäten hat. Die für den Betrieb benötigten Substrate stammen zu 50% aus eigenem Anbau. Die anderen 50% werden von benachbarten Landwirten zugekauft. So bleibt auch die komplette Wertschöpfung in der Region. Die Gemeinde bekommt natürlich hier Gewerbesteuer,
Wir haben auch hier Verträge für die Durchleitung und am Ende des Tages haben auch einige Landwirte aus der Umgebung die Möglichkeit, hier ihre Produkte an die Biogasanlage zu verkaufen. Es macht einfach Freude, auch Dinge zu bewegen. Und somit ist es einfach über die Zeit eine schöne Weiterentwicklung, jetzt mit der Wärme zum Kunden zu kommen und nicht sozusagen anonyme Netze einzuspeisen. Ja, das auch wichtig ist, aber sozusagen das Zwischenmenschliche, das geht dabei nicht verloren jetzt. Und das macht Spaß.